Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wie viele Verse braucht man noch, um zu zeigen, dass Maria eigentlich auch ein Mensch ist? Ich weiß es nicht. 1. Johannes 1, 8, das sind hunderte Verse. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verwirren wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn Maria gesagt hätte, ich habe keine Sünde, weil sie müsste es ja wissen, ob sie Sünde hat oder nicht. Weil wie kann das sein, dass nur wir das wissen, dass sie keine Sünde hat? Wenn jemand keine Sünde hat, müsste Maria selber dann sagen, ich habe keine Sünde. Und dann würde sie aber sagen, Moment mal, der Johannes würde dann sagen, hey, warte mal. Du betrügst, du verführst dich selbst, lieber Maria, weil du hast gesagt, du hast keine Sünde. Okay? Und er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, die Wahrheit war nicht in Maria, oder wie? Schon Maria war eine gottesfürchtige Frau, sie hat geglaubt, Gott hat sie verwendet für große Dinge und manchmal auch Dinge, die sehr komisch erscheinen nach außen, wenn sie dann schwanger ist und sie war noch nicht verheiratet. Ist schon eine ziemliche Beschämung vielleicht für einige Familien da draußen. Und Gott hat sie verwendet und alles, aber weißt du, sie hat sicher nicht gesagt, ich bin ohne Sünde, was heißt, sie hat nicht die Wahrheit. Das heißt, sie ist eine Lügnerin, sie ist vom Teufel und das glaube ich nicht. Ich weigere mich zu, der Bibel sagt ganz klar, dass sie gläubig war, dass sie gottesfürchtig war. Und das ist dieses Schizophrene, glaube ich, bei gewissen streng Katholiken. Wenn du ihnen diese Verse zeigst, ja, ich führe das ein bisschen vor. Du sagst ihnen, dass alle Menschen gesündigt haben. Das passt ganz genau auf, das passiert wirklich bei streng Katholiken. Sagt Römer 3, 23, alle haben gesündigt. Dann fragst du, stimmt das? Ja. Okay. Römer 3, 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Stimmt das? Ja, Prediger 27 und so weiter und so weiter. Und sie sagen dann, ja, Amen, ja, jeder Mensch hat gesündigt. Wenn du ihnen dann aber die Frage stellst, Maria auch, dann stellt sie auf einmal die Haare auf. Warum? Wenn jeder Mensch gesündigt hat, Maria auch, auf einmal, wenn du Maria, also den Namen Maria sagst, als ob das eben ihre Göttin ist, gegen die du nichts sagen kannst, ja, dann stellt sie ihnen die Haare auf und dann komme ich wieder zurück. Das ist wieder eine Endlosschleife. Okay, dann stellt sie in die Haare auf kurz und sagt, okay, zurück, Moment einmal, ja, zurück. Haben alle gesündigt? Ja. War Maria ein Mensch? Ja. Sind alle Menschen Sünder? Ja. Hat Maria gesündigt? Nein. Okay, zurück, noch einmal. Endlosschleife. Ich glaube, irgendwas habe ich übersehen. Aber es ist wirklich so. Die haben diesen Widerspruch, sie sagen ja und nein. Und am Ende des Tages widersprechen die sich die ganze Zeit. Ich denke mal, wie kann das überhaupt sein? Haben wir Menschen verstanden, einen Gesunden? Und dann fangen sie wieder von vorne an, nicht? Sind alle Menschen Sünder? Ja. Hat Maria gesündigt? Nein. Du hast doch gerade gesagt, alle Menschen sind Sünder, nicht? Und jetzt sagst du, Maria hat nicht gesündigt, dann ist Maria kein Mensch. Katholiken glauben, dass Maria kein Mensch ist. Und das ist bizarr, das ist eine falsche Lehre. Alle Menschen haben gesündigt, Maria auch. Und das macht sie nicht schlechter oder besser oder sonst etwas. Das ist einfach das Faktum, das ist die Realität. Bei solchen Leuten habe ich manchmal das Gefühl, dass sie total verblendet sind. Und leider ist es so. Die streng Katholiken, die Priester und die Bischöfe von ihnen und vor allem der Papst, ja, die sind sowas von geblendet, du kannst ihnen 100-mal die Wahrheit zeigen, sie würden es trotzdem nicht glauben. Das zeigt mir einfach nur, dass sie wahrscheinlich schon verworfen sind. Dass sie wahrscheinlich schon keine Möglichkeit haben, dass sie irgendwie zum Glauben kommen, wenn sie nicht einmal diese einfachen Dinge bewerten können. Maria ist ein Mensch, alle Menschen haben gesündigt und Maria hat auch eine Sünde. Und wenn jemand so widersprüchlich antwortet, ja, dann kann man so einer Person schwer helfen. Also ich würde dann einfach sagen, hey, weißt du was? Es bringt nichts. Du hast keinen gesunden Menschenverstand. Ja? Wenn du ständig diese widersprüchlichen Aussagen machst, die Frage ist dann die, ob du das wirklich verstehen kann, das Evangelium. Weil in Matthäus Kapitel 13 steht, wer das Wort hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und glaubt, dass es ins Herz gesät war, wieder weg. Das ist, da kann gar nicht gerettet werden. Wenn das nicht einmal verstehen kann, dass alle Menschen Sünder sind. Das ist die Grundlage. Red nicht davon, dass du jetzt alle Sünden bekennen musst. Dass du jetzt alle Sünden wegmachen musst. Das schafft kein Mensch von heute auf morgen natürlich. Das sind harte Werke, das ist eine Disziplin. Aber du musst zumindest verstehen, dass du ein Sünder bist, damit du gerettet werden kannst. Weil wenn du sagst, ich bin kein Sünder, wenn Maria gesagt hätte, ich bin keine Sünderin, vor was sollte sie dann gerettet werden? Und diese Priester erklären allen, dass Maria kein Mensch ist,
ja, sondern keine Sünde hatte, obwohl die Bibel klar sagt, alle Menschen haben gesündigt. Und das Nächste, was die Priester erklären, das, was sie allen erklären dann, ist, dass Maria vom Planeten Mars kommt. Und jeder wird es glauben, aber das glaube ich nicht, dass Maria vom Planeten Mars kommt und keine Sünde hat. Sondern Maria ist genauso ein Mensch wie du und ich und kein Alien. Maria ist kein Alien. Sie ist eine rechtschaffene Frau, ja, Amen. Sie hat auch geglaubt. Und schlagen wir gemeinsam Lukas Kapitel 1 auf. Ich meine, es ist so leicht zu zeigen aus der Bibel, dass Maria ein Mensch ist. Ich meine, wir müssen wirklich schon diese Dinge erklären, diese einfachen Dinge den Katholiken. Maria ist ein Mensch. Alle Menschen haben gesündigt. Lukas Kapitel 1, Vers 46. Das ist, als Maria Elisabeth besucht hat. Und Maria sprach dann, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Wieso sagt Maria, mein Geist freut sich in Gott, meinen Retter, wenn sie keinen Retter braucht? Für was brauchen wir einen Retter? Ich meine, die Bibel sagt ganz klar, Matthäus Kapitel 1, Vers 20, während aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Für was brauchen wir einen Retter? Weil wir Sünden haben. Jesus rettet sein Volk von ihren Sünden und Maria sagt, ich freue mich in meinem Retter, mein Geist freut sich in meinem Retter. Was würde diese Aussage überhaupt für einen Sinn ergeben, wenn sie keine Sünde hätte? Sie müsste eigentlich sagen, ich brauche den Retter nicht. Ich bin Gott. Ich habe keine Sünde. Ich verdiene es, sozusagen wie die katholische Kirche sagt, als Gottes, ich bin Gottes Mutter. Ich bin die Königin des Alls. Mit dem Vater, er ist der König, ich bin die Königin, ich herrsche. Das haben sie aus ihr gemacht. Vor circa 100 Jahren, 1950, wurde sie erklärt als Königin des Himmels und Königin des Alls. Das ist eine falsche Maria, die gibt es nicht.